Sie kümmert sich um gefährliche Hunde. Problemfälle, die bei falscher Haltung aggressiv und bissig wurden. Schnell gekauft und am Ende dann nur Ballast. Das ist der Reiz, ne? Ich hole mir so einen Hund und dann bin ich was ganz Besonderes. Ja, und dann stelle ich fest, scheiße, ich kann ihn nicht halten. Und dann wohin damit? Dann landen die hier. Bispingen, ein kleiner Ort in der Lüneburger Heide. Letzte Hoffnung für gefährliche Hunde aller Art. Vanessa Boker betreibt hier eine Einrichtung für Problemhunde. Das sind unsere Brecher, unsere sogenannten. Also das sind die Hunde, die tatsächlich richtig zubeißen würden, wenn sie denn irgendwie blöd gehandelt werden oder wenn Menschen nicht wissen, wie sie sich in der Gegenwart verhalten sollen. Seit 17 Jahren kümmert sich die gelernte Hundetrainerin um Hunde, mit denen sonst kaum einer etwas anfangen kann. Vor 2 Jahren hat sie die Hellhound Foundation gegründet. Das Ziel ist die Wiedereingliederung der Höllenhunde in die menschliche Gesellschaft. Nicht bei allen wird das funktionieren. Apollo zum Beispiel hat keine Chance. Apollo ist nicht vermittelbar. Also ich werde ihn nicht vermitteln, weil er eben nicht nur dieses gegen fremde Menschen gerichtet hat, sondern auch Kinder wegen angreift, Kinder auf Fahrrädern, Fahrradfahrer, Jogger. Alles ein Problem. Das heißt, er bleibt hier? Ja. Der gehört hier zum Wachpersonal, der läuft abends frei auf dem Grundstück, da hat er einen Job. Das passt schon. Rund ums Haus ist Platz für 56 Hunde. Die meisten vertragen sich halbwegs und leben im Rudel. Reinrassig, gemischt, alle Sorten. Einige mit nur wenigen Problemen, andere sind komplett neben der Spur. Also wir haben insgesamt 14 Hunde, wo ich sage, die sind tatsächlich verhaltensgestört. Und der Rest von denen sitzt hier, weil er sich einfach nur verhält wie ein Hund. Aber das ist in der heutigen Zeit wohl nicht mehr erwünscht. Was heißt das? Er beißt dann zu, oder? Ja, entsprechend seinem Potenzial. Also es sind verschiedene Rassehunde hier. Wir haben zum Beispiel einen Deutsch-Drahthaar da, der ist halt sehr wachsam und hat halt Jagdtrieb. Und das war halt zu viel. Wo man sagt, ja, ist doch logisch, ne? Was kauft man sich einen Hund, der, sag ich mal, eben dafür gezüchtet wurde, so zu sein und ist dann enttäuscht, dass er so ist. Also natürlich gibt es viele Drahthaare, die sich gut in Familien irgendwie anpassen können und die das dann irgendwie mitmachen. Aber die, sag ich mal, deren Großvater halt waschechte Jäger waren, die haben da halt keine Lust drauf. Ne? Die wollen halt mehr, die brauchen Beschäftigung, die brauchen eine Auslastung. Und wenn man den Hunden das nicht gibt, dann sind sie frustriert. Und dann beißen sie zu. Aber das heißt halt nicht, dass der Hund einen an der Klatsche hat, sondern das heißt einfach nur, dass der Mensch sich keine Gedanken gemacht hat, welchen Hund er sich da gerade anschafft. Das Arsenal an Maulkörben. In allen Größen. Isoliert von den anderen, einer der gefährlichen Sorte. Ein Staffordshire Terrier mit dem simplen Namen Hunt. Hunt heißt Hunt, also hat seinen Namen von mir bekommen, eigentlich heißt er anders, weil er mir in die Hand gebissen hat. Man sieht hier noch so eine kleine Narbe. Ist beim Maulkorb aufziehen passiert, ne? Weil eine Zeit lang hat er das wirklich gut mitgemacht mit dem Maulkorb und ich habe mich darauf verlassen, auf das, was er gezeigt hat, und, aber den einen Morgen war es wohl zu viel. Ja, feini, so ist lieb. Hunt hat seinen vorherigen Besitzer ins Krankenhaus gebissen. Das Problem ist, der Hund wurde nie erzogen. Vanessa Boker muss im Umgang mit ihm bei Null anfangen. Ja, also das ist ritualisiert mittlerweile, das kennt er. Maulkorb einfach ohne Absicherung draufziehen. Also wenn ich ihn nicht festleihen würde, hätte er wahrscheinlich den Erfolg, dass er mich wieder beißt. Mal gucken, wie er es zulässt, ob er es zulässt. Na, finde er nicht so witzig mit der dicken Nase. Hunt hat schlechte Laune, weil ihm gestern eine Wespe in die Nase gestochen hat. Ist okay? Ist okay? Ja, ne, ist nicht so okay. Mit der Kamera ein bisschen aufpassen jetzt, da wird er nämlich nervös. Also er hat jetzt gerade angezeigt, dass es nicht toleriert, wenn ich jetzt den Riemen zumache hinten. Ne? Das heißt, ich muss jetzt überlegen, wie kriege ich den Maulkorb so drauf, dass der Riemen quasi schon zu ist, was jetzt natürlich mit der Nase so ein kleines Problemchen wird. Da muss ich jetzt mal gucken, dass ich das ein bisschen blöd absichere.
und mir nicht unbedingt wieder in die Hand schreddern lasse von ihm. Vielleicht muss ich nochmal einen Maulkorb mit einem längeren Riemen holen. Hey. Ne, also er friert jetzt gerade, was er zeigt, ist Einfrieren, das Klassische. Also es kommt so der starre Blick. Und wenn man dann nicht aufhört mit dem, was man gerade tut, dann wird es halt im nächsten Moment einfach eskalieren. Das heißt, ich bringe ihn jetzt raus, bringe ihn wieder in Bewegung. Ist okay. Hunt ist in seiner sozialen Reife nicht einmal auf Welpenniveau. Ne? Jetzt habe ich ihm nicht so lange Zeit gelassen, sich zu überlegen, wie blöd er mich findet, und dann ist okay. Der Hund muss lernen, was Berührungen bedeuten. Selbst das hat ihm niemand beigebracht. Aber das Schwänzchen wackelt. Ja, das heißt aber im Zweifel nur Nervosität. Ne? Also das muss nicht heißen, dass er sich freut, sondern das kann auch einfach sein, dass er nervös ist, dass er deswegen so ein bisschen rumwackelt. Komm her. Hey, you're fine. Super. Ja. Das ist jetzt aber freundlich, oder? Naja, das ist zweckmäßig. Ne? Ich will den Maulkorb runter haben. Da geht das dann mal mit dem Kontaktknüpfen. Jetzt kommt wieder dieses Einfrieren. Jetzt war wieder irgendwas, was nicht passte. Ne? Das sind Momente, wo der normalerweise zubeißt dann. Jetzt kommt wieder das Einfrieren. Also er ist nicht 100% sicher in solchen Situationen. Ne? Deswegen üben wir das einfach. Es wird Jahre dauern, bis aus Hunt ein umgänglicher Hund wird. Ja, es ist immer diese Ratlosigkeit. Was soll ich bei dir an der Leine? Ich weiß nicht, was du von mir willst. Gar nichts sollst du. Einfach nur ein netter Hund sein. Reicht schon. Passau in Bayern. Auf der Autobahn von Österreich her kontrolliert die Bundespolizei seit ein paar Jahren die Autos. Das Ziel, illegale Migration verhindern. Ein Nebeneffekt: Die Polizisten finden regelmäßig Schmuggelware. Kleine Welpen, auch Kampfhundrassen. Fotos von Hundebabys, die illegal in Deutschland verkauft werden sollten. Bei ihr landen die Hundewelpen. Bettina Mittler, Leiterin eines Tierheims in Passau. Bettina Mittler ist regelmäßig an der Grenzkontrollstelle. Wie auch Mitarbeiterinnen anderer Tierheime aus der Region. Was gibt's denn das? Wir haben ein bisschen was vorbereitet, wenn wir die Tiere hier mal aus dem Auto rausholen wollen, dass wir einfach mal die hier reinsetzen können, dass sie auch mal ein Wasser bekommen und ja. Bundespolizist Timo Schüller muss mit seiner Einheit improvisieren, bis die beschlagnahmten Hunde von Tierheimen abgeholt werden. Wasser ist drin und ja, wir könnten auch ein bisschen Futternäpfe aufstellen. Die Ware kommt aus Osteuropa. Meist billig über eBay bestellt. Beschlagnahmt wird bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Oder weil es sich um verbotene Rassen handelt. Sogenannte Kampfhunde dürfen nicht ins Land gebracht werden. Die meisten sind einfach auch sterbenskrank. Die, wenn wir die im Tierheim haben, nach 2-3 Tagen geht es meistens los mit Brechen, Durchfall. Deswegen auch der starke Verdacht, dass ganz viele der Hunde fit gespritzt werden. Die werden vollgepumpt mit Antibiotikum für die Fahrt vorbereitet, dass sie am Anfang einen fitten Eindruck machen und dann nach ein paar Tagen geht's los. Und wie ist da die Überlebenschance? Es sind uns einige schon unter den Händen weggestorben. Wirklich ganz dramatische Fälle, wo die Hunde am Anfang einen super guten Eindruck machten. Auch der Tierarzt sagt, hey, sind in einem relativ guten Zustand. Und dann ging es nach ein paar Wochen oder nach ein paar Tagen oft los. Geht es dann auf einmal los? Genau, dann geht es steil bergab. Bei der Routinekontrolle fiel den Beamten ein roter Pkw auf. Vor allem die zwei darin. Ausgewachsene Tiere, keine Welpen. Somit kein Verdacht auf Schmuggel. Aber dann werden die Polizisten stutzig. Die Impfpässe, in Albanien ausgestellt, sehen eigenartig aus. Die Frage, was das ist. Hast du jemanden zum Anrufen? Oder sollen wir gleich bei der Grenze anrufen? So, also dieser Pass ist total der Witz. 1.11.18 Impfung. Ja. Kann nicht sein. Den haben wir noch gar nicht.
Es geht um die Tollwutimpfung. In dem Punkt verstehen deutsche Behörden keinen Spaß. Tollwut ist eine brandgefährliche Seuche. Laut Impfpass soll die Impfung im November 2018 erfolgt sein. Es ist aber gerade erst Oktober. Wie sieht es denn im Moment aus? Im Moment haben wir das so, dass die Tierheimleitung jetzt sich die Hunde angeschaut hat, hat gesehen, dass der eine Hund ein Staffordshire-Mix anscheinend ist. Das ist ein Listenhund in Bayern. Sprich, der darf nicht eingeführt werden, auch als Mischling nicht. Weiterhin ist es so, dass bei dem einen Hund die Impfdaten von der Tollwutimpfung in der Zukunft liegen. Also da steht drin, Bettina Mittler telefoniert mit dem Veterinäramt. Die Anweisung? Die Hunde sind sofort für ein paar Wochen in Quarantäne zu setzen. Ohne korrekte Papiere keine Einreise. Im Tierheim Passau hat Bettina Mittler kaum noch Platz für Hunde. Das liegt auch daran, dass viele Menschen sich lieber einen Welpen kaufen als einen erwachsenen Hund. Deshalb erzeugt die Welpenindustrie ständig Nachschub. Ein junger Blue Line Staffordshire, ein Modehund, als Welpe hier angekommen. Diese Kampfhundrasse ist in Bayern verboten. Eine Beschlagnahmung. Das ist unser Rocco. Der wurde auch an unserer Grenzkontrollstelle hier bei Passau beschlagnahmt. Auch total klein, zusammen mit seiner Schwester. Und der war in eine Holzbox eingepfercht. Also total dunkel. Also richtig so eine Kiste war das. Mit einem Spanngurt zugemacht. Und da saß er drin. Also eine Handvoll Hund. Mit seiner Schwester, wurde aus Rumänien illegal eingeführt. Zurück nach Bispingen in Norddeutschland. Das ist aber zu klein. Vanessa Boker hat ein Pärchen zu Besuch. Sie haben seit einigen Wochen hier ihren Hund Murphy untergebracht. Der Dogmix hat mehrfach zugebissen. Der Hund ist eine Mischung verschiedener Kampfhundrassen. Deine Krallen können wehtun. Erste Situation, ich lag auf dem Sofa. Er lag in meiner Kniekehle, hat geschlafen. Ich habe mich so rübergebeugt und wollte ihn kraulen. Und in dem Moment hat er sich erschreckt, ist rum und hat mich ins Gesicht gebissen. Bei Herrchen war es ähnlich. Er hatte seinen Knochen mitgenommen und das habe ich nicht gesehen. Wir wussten ja schon, dass er Probleme damit hat. Und als ich mich dann da hingelegt habe, ist er dann losgegangen. Hat mir einen Arm gebissen. Hat meine Freundin halt runtergezogen. Das Ehepaar hält dennoch am Hund fest. Vanessa Boker soll helfen, Murphy zu resozialisieren. Es gibt andere Hundehalter, denen so etwas viel zu aufwendig wäre. Ja, dann werfen die den hier weg. Also solche Leute haben wir durchaus auch, die Hunde hierher bringen. Ich hatte mal Leute, die haben mir einen Herdenschutzhund gebracht. Der Mann stand da, hat eine Zigarette aufgeraucht, hat mir die Leine in die Hand gedrückt und ist heimgefahren. Also dem war es echt egal. Dem war alles egal. Wir haben ja normal auch eine Aufnahmegebühr für so einen Hund, weil sich die Hunde ja hier nicht wie warme Semmeln vermitteln. Der hat nichts bezahlt, der hat gesagt, ihr nehmt den Hund oder ich töte den morgen. Sowas haben wir natürlich auch. Also wirklich gleichgültige Menschen, die sagen, also ihr macht es jetzt, ihr seid ja dafür da oder Murphys Halter waren zuvor mit ihm in diversen Hundeschulen. Vergeblich. Aber jetzt macht er deutliche Fortschritte. Das ist erheblich besser, weil mir abends die Arme wehgetan haben oder meiner Frau. Das ist ja, wenn der immer in die Leine, das sind 65 Kilo, wenn der in die Leine geht, das gibt einen richtigen Ruck. Einmal wollte ich ganz cool sein, hab die Leine hier so rumgemacht, um den Bauch. Hab die um den Bauch gemacht, da hat er mich einmal gezogen, dann bin ich natürlich über die Straße gerollt. Das ist. Ja, aber sie lassen sich beißen, ihr Mann lässt sich beißen. Ja, weil man, ich sag mal, aus der Situation heraus ist das ja. Es ist ja, er ist ja nicht grundwillig böse. Na? Naja, das hat aber schon wehgetan, oder? Ja, würde ich mal so sehen.
Vanessa Boker will herausfinden, wie Murphy inzwischen auf andere Hunde reagiert. Vor kurzem noch wäre der Rüde in so einer Situation komplett ausgeflippt. Naja, das ist halt so das Typische. Ne? Zwei Rüden treffen sich auf einer Straße. Ich habe ihm ja jetzt erlaubt, ihn anzufixieren und ne, diese Haltung einzunehmen. So, ah, wer ist denn du? Murphy ist natürlich voll drauf eingestiegen. Ne? Aber ich sag mal, war ja ein ganz kurzes Einwirken von Thomas. Und er hat sofort sein lassen. Ne? Er hat sich zurückorientiert. Und dann war okay. Es sind nicht nur Pitbull und Co., die ihr viel Arbeit bereiten. Hinzu kommen andere Hunderassen, die gerade in Mode sind. Also wirklich, das wird immer, immer schlimmer. Die Leute, die schaffen sich die exotischsten Rassen an. Also hier landen teilweise Hunde, wo wir denken, wo kommt der denn her? Yindo Dogs aus Korea. Ja, warum den hierher? Es ist eh verboten, aber das macht's denn. Das ist der Reiz. Ne? Ich hol mir so einen Hund und dann bin ich was ganz Besonderes. Ja, und dann stelle ich fest, scheiße, ich kann ihn nicht halten. Und dann wohin damit? Dann landen die hier. Hunde, die betreuungsintensiv sind, bleiben oft einsam. Was nicht der Norm entspricht, wird aussortiert und landet zum Beispiel hier. Das ist einerseits sehr traurig, andererseits sollen Trauer und Mitgefühl nicht zu viel Platz einnehmen, sagt Vanessa Boker. Wenn ich mich mit 40 Schicksalen beschäftige jeden Tag und das immer an mich ranlasse, an meine Person, dann werde ich irgendwann nicht mehr aufstehen morgens. Das macht einen ja nur noch traurig. Also einen Hund zu sehen, der hier erstmal komplett einen Zusammenbruch erleidet, weil er von seinen Menschen im Stich gelassen wird und der jeden Tag am Tor sitzt und sagt, hey, dann holen die mich wieder ab. Also wenn ich damit mich jeden Tag konfrontiere, ich meine, da gehe ich doch kaputt. Jamie beißt sich immer wieder selbst, bis auf den Knochen. Der Hund ist schwer gestört. Erst wenn Vanessa Boker wieder da ist, hört er damit auf. Jamie ist als junger Hund sehr schwer missbraucht worden, gefoltert. Man darf ihn nicht länger alleine lassen. Man muss sich rund um die Uhr um ihn kümmern. Ich sag mal, solche Hunde werden super schnell zum Wanderpokal im Tierschutz, ne? Weil man eben nicht weiß und nicht kennt, wie man damit umgeht. Das heißt, er kam als Beschlagnahmung dann von dieser Wohnungsräumung da ins Tierheim, wurde aufgepäppelt, dann auf eine Pflegestelle, dann auf die nächste Pflegestelle, dann zu einer Kollegin von mir und dann hierher. Also das heißt, er hat einen langen Weg hinter sich gehabt, ehe er hier überhaupt hingekommen ist. Er war anderthalb oder zwei Jahre, als er hier in Deutschland angekommen ist. Und mit 6 Jahren ist er bei mir gelandet. Jamie, hallo, hör auf. Das ist so das, was ständig abläuft bei ihm. Ja. Hallo. So. Murphy soll bald seine Friedfertigkeit unter Beweis stellen. Das Ordnungsamt hat einen sogenannten Wesenstest angeordnet, nachdem er einen anderen Hund gebissen hat. Die kritische Situation, die ich sehe, ist die Situation, wo sich jemand Fremdes über ihn drüber beugt. Und dann gibt es noch eine Situation, wo jemand schreiend, also pöbelnd auf ihn zurennt und ihn danach direkt anfasst. Hau ab! Los! Weg! Hau ab! Murphy macht Fortschritte, während die Trainerin mit ihm übt. Seine Aggressivität ist deutlich zurückgegangen. Aber was ist, wenn Frauchen und Herrchen das versuchen? Vanessa Boker will auch das ausprobieren. Schließlich hängt viel vom Wesenstest ab. Schafft Murphy die nicht, darf er nicht wieder nach Hause. Ein Helfer der Hundetrainerin soll aus dem Gebüsch kommen und den Hund anpöbeln.
Vor einigen Monaten noch hätte Murphy in solch einer Situation zugebissen. Okay. Die Hundebesitzer schöpfen wieder Hoffnung, das Tier behalten zu können. Es liegt ihnen sehr viel daran. Ja, Wahnsinn. Also und normalerweise. Obwohl ich diese Unsicherheit habe. Also er merkt das ja, dass ich komplett auf mein Adrenalin hier steht. Ne? Und das hätte der im Ansatz schon. Das gibt's nicht. In Passau entdecken die Bundespolizisten Erik Hellwig und Christian Maßmann heute weder illegale Migranten noch geschmuggelte Hunde. Das kann auch daran liegen, dass die Hintermänner neue Wege suchen, abseits der Autobahn. Die Polizei streift deswegen in Zivilfahrzeugen die Umgebung ab. Der Schmuggel mit den Welpen steht zwar nicht an erster Stelle ihres Aufgabenkatalogs, dennoch geht ihnen das recht nahe. Ab und zu ist es herzzerreißend, weil man, wie gesagt, kleine Hunde wirklich hat, die dann ja eigentlich in ihrem eigenen Kot und Urin liegen oder sitzen. Und man weiß eigentlich auch im Endeffekt, später wird es denen nicht besser gehen. Die werden von klein auf ja, in Massenaufzuchten großgezogen und dann eigentlich nur aus Profitgier verkauft oder verscherbelt eigentlich mehr oder weniger. Es ist ein Massengeschäft, was man auch an der Fülle der beschlagnahmten Hunde sehen kann. Allein für die Unterbringung der sichergestellten Welpen zahlt der Landkreis Passau jedes Jahr weit über 100.000 Euro. Umgekehrt scheinen die Strafen für Hundeschmuggler nicht so hoch, dass sie abschreckend wirken. Guten Tag. Bitte einmal vorfahren zum Kollegen. Wo fahren Sie jetzt hin? Nach Passau. Und kommen woher? Schuld am Leid der Welpen, so sagen Experten, seien die Käufer, die daheim am Computer Tiere ordern, ohne sich groß zu informieren. Die Händler treten skrupellos auf, wenn man sie denn überhaupt erwischt. Uns verkaufen sie sich, denke ich, immer anders, als sie wirklich sind, ist ja klar. Uns wird meistens gesagt, ja, für den eigenen Bedarf. Wo ist für meine Cousine zum Geburtstag? Also es werden spontan Geschichten erfunden, um über das eigentliche Schmuggeln hinweg zu täuschen. Das Tierheim in Passau wurde schon bedroht. Von Schmugglern, die ihre beschlagnahmten Tiere zurückforderten. Immer wieder braucht Bettina Mittler Objektschützer, die aufpassen, dass nichts passiert. Es sind ja mafiöse Strukturen, die auch dahinter stecken, hinter dem Ganzen. Es sind ja enorme Gewinnspannen bei dem Ganzen. Wenn man sich das vorstellt, die kaufen die Hunde für 50, 60 Euro in Rumänien, in der Tschechei oder in Ungarn ein und verkaufen die dann hier für 600, 700 Euro. Und wenn man sich da so eine Fuhre mit Hunden vorstellt, was das für Gewinnsummen sind. Die Gewinnspanne ist einfach enorm und da geht es um viel, viel Geld. Und deswegen ist mit den Leuten auch nicht zu spaßen. Der Tag der Entscheidung. Kann Murphy nach Hause oder muss er bei den Höllenhunden bleiben? Der vorgeschriebene Wesenstest findet an der Tiermedizinischen Hochschule in Hannover statt. Der einstündige Test soll zeigen, ob ein Hund gefährlich ist oder nicht. Professor Hans-Joachim Hackbart wartet schon. Guten Morgen. Hallo. Sie gehen einfach jetzt hier durch, Hund lassen Sie an der Leine. Ja. Und sehen dann hinten durch das Testgelände stehen viele Personen. Alles klar, okay. Super. Ja, ist gut. Fernsehkameras sind dabei grundsätzlich nicht erlaubt. Es geht um die Persönlichkeitsrechte der Leute, die dort den Wesenstest durchführen. Die möchten nicht in die Öffentlichkeit, weil je nachdem, wie der Wesenstest auskommt, das dort zu Problemen führen kann.
Welche Probleme sind das? Das geht bis zur Bedrohung, falls ein Hund zum Beispiel durchfällt und auch mal eingeschläfert werden muss, was ja durchaus vorkommen könnte, dass sie dann bedroht werden, dass sie beteiligt sind sozusagen an der Einschläferung des Hundes. Frauchen und Herrchen von Murphy können jetzt nur noch die Daumen drücken. Es ist leer geworden im Haus, seitdem ihr Hund ausziehen musste, um gesellschaftsfähig zu werden. Nicht jeder hat verstanden, warum sie so an dem Hund hängen. Die Überlegungen kamen auch alle. Einschläfern, Tierheim. Und, aber eigentlich sind wir beide so, dass wir, wenn wir eine Verantwortung übernehmen, sie auch komplett. Und es ist ja irgendwie, ein Hund ist, gehört ja dann auch zur Familie. Man holt sich ja nicht einen Hund und sagt auch, naja gut, der ist jetzt ein bisschen anders als ein anderer und man gibt ihn wieder weg. Das, klar hat man psychisch irgendwann das Bedürfnis mal zu sagen, nee, jetzt glaube ich ist ein Cut, aber es ist dann wieder gleich im nächsten Moment halt umgeschlagen und sagt, nein, ich kämpfe irgendwie weiter. Es muss doch eine Lösung geben, es kann ja nicht so, er kann ja nicht so bleiben. Eine Stunde später in Hannover. Murphy hat den Wesenstest bestanden. Das war nicht Ihr erster Wesenstest, oder? Nein, wir haben ja schon mehrere gemacht. Ja, oder? Wir haben ja eine tierschutzähnliche Einrichtung, ja, oder tierheimähnliche Einrichtung für schlechte Hunde. Der Fall beweist, die Rasse eines Hundes spielt nicht die entscheidende Rolle. Gefährlich wird es meist dann, wenn die Welpen nicht richtig erzogen wurden. Ein Hund, der schlecht oder nicht sozialisiert wurde, ist auch ganz schwierig, den zu korrigieren. Das ist unheimlich schwierig. Das lernt der fast nicht mehr. Das kann man so ein bisschen kompensieren, aber rauskriegen sie das aus dem Hund nicht. Wie viele Hunde habe ich schon gesehen? Riesenhunde, die Schisser sind. Warum sind sie Schisser? Weil sie vor alles Angst haben. Das Knallen einer Tür, wuh, hängt er in der Ecke. Na, oder sonst irgendwas. Das ist wahnsinnig, was wir da in der Verhaltenstherapie sehen. Für Hunde, die eben aufgrund mangelnder Sozialisierung dann... Ja. Ich sag mal, gerade die Aggression, die sich dann da aufstaut, beziehungsweise die Hilflosigkeit, die da mitkommt, die bringt Hunde natürlich auch dazu, extrem frustriert zu reagieren und dann eben zu beißen. Was aber dann auch wieder mit einem Erfolg gekrönt ist, weil sich der Mensch ja entzieht. Das heißt, der Hund bestätigt sich quasi dann mit seiner Aggressivität selber und rutscht immer weiter in die Schiene rein. Und landet am Ende dann bei der Hellhound. Und landet im besten Fall ja irgendwo in einer Einrichtung, wo man sich kümmern kann und mit der Thematik auskennt. Im schlechtesten Fall in der Spritze. Vorteil für Murphy: Er wurde von klein auf sozialisiert. Insofern haben seine Halter doch nicht alles falsch gemacht. Weil er den Wesenstest bestanden hat, darf er nun zurück nach Hause. Ein Höllenhund kehrt heim. Hallo! Ein Geschenk für euch! Na. Murphy hat harte Monate hinter sich. Rausgerissen vom Zuhause, fremde Menschen und fremde Hunde. Er musste sich anpassen und eingliedern. Die Umerziehung des Hundes ist aber nicht abgeschlossen. Das, was er jetzt hier gelernt hat bei uns und das, was er heute im Wesenstest bewiesen hat, was er leisten kann, das muss er heute, das muss er jetzt halt natürlich hier auch lernen. Hat er gut gemacht. Jetzt. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Bei der Hellhound Foundation ist wieder ein Platz frei geworden. Vanessa Boker hat noch große Pläne. Hinterm Haus soll ein Trainingscenter entstehen, wo sie Interessierten beibringen will, wie man mit Problemhunden besser klarkommt. Die Finanzierung ist noch unsicher. Es fehlen Spenden. Aber wer Höllenhunde erziehen will, muss optimistisch sein. Ich sag jetzt einfach mal, nächsten Sommer steht das Ding.